Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück hier zum alltäglichen Gangster-Alltag bei GTA 5. Ja, wir sind wieder mit Michael unterwegs und beim letzten Mal hat ja unsere Familie uns verlassen. Die sind jetzt alle ausgezogen, unsere Frau, unser Sohn, unsere Tochter. Und ja, das ist natürlich nicht so schön, aber müssen wir jetzt damit leben. Die werden auf jeden Fall bestimmt irgendwann wieder zurückkommen. So, das Tor sollte jetzt eigentlich aufgehen. Dankeschön. Ja, wir müssen diesmal wieder mal ein bisschen was machen. Und zwar steht jetzt dann beim nächsten Mal der große Überfall an. Und Michael soll dann Hubschrauber steuern, aber das... Aber da hat er anscheinend ein paar Schwächen. Und deswegen müssen wir Flugstunden nehmen. Ja, wir nehmen Flugstunden. Und zwar hier unten. Flugschule. Da müssen wir jetzt hin, um ein paar Flugstunden mit Michael zu nehmen. Und ja, das machen wir diesmal. Und beim nächsten Mal gibt es dann den großen Überfall auf das Containerschiff mit den ganzen Waffensystemen und dem ganzen Geballere auf jeden Fall. Wird wieder geil beim nächsten Mal. Diesmal machen wir Flugstunden und vielleicht ein paar Nebenmissionen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Mal schauen, wie dumm ich mich beim Fliegen wieder anscheiße. Das kann wieder ziemlich lustig für euch werden, wenn ich wieder beim Fliegen fail. Und ja, dann fahren wir da schnell hin. Und schauen wir, ob was rausspringt. Ja, uns hat ja alles jetzt verlassen mittlerweile. Also unsere, wie erwähnt, unsere ganze Familie ist ja ausgezogen. Weil die drehen anscheinend ein bisschen zu sehr am Rad, aber keine Ahnung, ist halt so bei GTA. Und ja, unser Sohn hat unser Konto ein bisschen geplündert. Weißt du, wie viel haben wir denn überhaupt nur? Ja gut. Viel hat er anscheinend nicht mitgenommen. Weil wir haben immer nur 150.000. Und was hat er sonst? Unser Auto hat er mitgenommen, stimmt. Den Audi-Verschnitt hat er mitgenommen. Ja. Und sonst glaubt eigentlich nichts mehr. Egal, das reicht schon. Hallo, der nimmt noch nicht für unsere Sache mit. Der hat uns ja beim letzten Mal, also beim letzten Mal muss ich echt nur mal ganz kurz das Wort dafür finden. Wir waren ja komplett, also ich war echt. Der Part hat angefangen, da haben wir den Hubschrauber geklaut vom Army-Stützpunkt. Dann haben wir Yoga gemacht. Da haben wir gedacht, okay, jetzt ist der Part vorbei. Nein, dann hat uns unser Sohn noch mit Betäubungsmittel niedergemacht. Dann haben wir Aliens gesehen. Und warum bin ich jetzt eigentlich hier rübergefahren? Keine Ahnung. Also dann haben wir auf jeden Fall Aliens noch gesehen. Also es war echt ein absolut verrückter Part. Und zum Schluss, ja, sind wir dann noch von allem verlassen worden. So, Tracy ruft an, unsere Tochter. Tracy, Baby, you called? Yeah, look, Dad, we're worried. I'm worried too. I really want to see you. Well, I don't want to see you. You need help, like serious, serious help. And if you don't get it, you're gonna be killed. Tracy, I love you, but you don't know what the fuck you're talking about. I tried, Daddy. That's all I could do. Gut, also soweit dazu. Gut, da oben können wir Flugstunden nehmen. Dann machen wir das doch mal. Bin ja schon gespannt, wenn wir im Flugzeug hier fliegen dürfen und mit dem Heli. So, Flugschule starten. Bin ja schon mal gespannt, was da jetzt bei rüberkommt. So, da ist immer auf jeden Fall das Flugfeld, aber das kennen wir bereits. Ja, wir fangen einfach mal oben an und kämpfen uns nach unten hindurch. Hauptsache, es kommt kein Stuntflugzeug. Mein Name ist Jackson, mit J. Und ich bin dein Instructor. First things first. Let's see if we can get you into the air without killing yourself or someone else. Okay, Übungsstart. Ja, das soll die hinbringen. Ich bin jetzt doch schon ein paar Mal geflogen und eigentlich soll es eine Routine sein. Ja, das kennen wir alles schon. Pilot, you are now airborne. Now, navigate through those checkpoints marked on your radar and we can move on to the next lesson. So, da vorne ist das Ziel, mal schauen, ob wir Gold schaffen. Gold ist auf jeden Fall drin, ja. Gut, so viel kann man da jetzt nicht falsch machen, aber wir haben es geschafft, juhu. Ich denke mal, ich muss alle Übungen durchmachen, kann ich mir vorstellen. Also wird es auf jeden Fall ein bisschen dauern, aber ich denke mal, die Übungen werden schwerer werden. So, Übungsstart, Landung auf Rollbahn. Oh, Landung ist dann noch wieder sowas. Gut, dann probieren wir mal zu landen. 3, 2, 1 und Steilflug. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway.
Start to decelerate while you're still in the air, but be careful not to stall the engines. Gut. Wir sind gelandet. So kann ich ein bisschen steuern. So, jetzt müssen wir da lassen, durch die Schilder, durch die Ringe durch. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the... Okay, hallo? You need to return to the training area. Warum? Hä? Hä? Hätte ich da stoppen sollen? Oh, ich habe jetzt einen Zug. Oh Mann, jetzt habe ich nicht mehr gelesen. Oh, come on. Und dann halt nochmal landen, weil es so schön war. Oh shit, diesmal wird's übel. Ja, diesmal war es gar nicht so schlimm. Gut, mal schauen, ob wir es diesmal jetzt hinbringen. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe, das ist mein Problem. Ich muss es nur lesen. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete stop. That was an excellent landing. Ach Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Gut, Landung auf der Rollbahn. Erledigt. Und Silber nur? Was? Warum? Ach komm, wegen einer Sekunde. Ja, come on. Kopfüberflug. So, ja, wir werden jetzt einfach mal ein paar durchmachen. Weil fliegen muss ich so oder so lernen. Oh Gott. And if that goes well, you can take a crack at flying upside down. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird jetzt übel. Oh, bitte kein Kunstflugzeug, die sind so beschissen zum Steuern. Alright, Pilot. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint marked at the end of the runway. Also ich soll erstmal zum Kontrollblumen fliegen, okay. Oh, ich habe echt Schiss vor den Stunts jetzt dann gleich. Good. Okay, let's see what you got. On my mark, perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay, perform a barrel roll. Okay. Woohoo. Stones of steel. I like it. Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. I want to see you do 3 barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay, perform 3 barrel rolls in a row. 1, 2, 3. Holy shit. Very nice! Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and level out the plane again. Now let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay. Roll the plane upside down. Uh-huh. Hold the plane upside down for several seconds. Uh-huh. It's gar nicht so einfach. Okay, passt es so? Ja, schaut gut aus. Roll the plane right side up. Oh Gott sei Dank. Puh. Boah, leck mir den Arsch, aber ich glaube, ich habe wieder kein Gold geschafft. Ich glaube, das waren 2 Sekunden, was das drüber war, oder? Ja, wieder nur Silber. Warum? Wegen einer Sekunde, schon wieder 1 Sekunde. So, Messerflug. Ja, ich mache die jetzt einfach durch. Komm, wir haben, dann nenne ich den ganzen Part halt Flugübungsstunden. Na, supi. Na, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Ey, da starten. Auf geht's. Take off and head for the checkpoint marked at the runway. Then, I'll talk you through it. A knife is one of the harder moves. You'll have to keep your wings steady and use your rudders to maintain altitude. Da bin ich schon gespannt, was das jetzt wird. So. When I give you the signal, I want you to try to hold a knife edge with your plane. Okay, perform a knife edge. Perfect. Now hold that position. Don't forget to use your rudders to maintain altitude. Whoa, whoa, whoa. Level out the plane. Oh, whoa, whoa, this is interesting. Good. Let's see if you can do the same thing on the other side. On my mark, roll your plane over to the opposite side and hold the position. Okay,
Perform a knife edge on the other side. Yay. Warum geht es nicht weiter? Warum? Hä? Warum? Ach so, ich war zu steil. Okay, sorry. Level out the plane. Gut, leider nur Bronze. Aber das, ich hab's gerade nicht verstanden. Also normal hätten wir das fast wieder auf Gold geschafft und mindestens auf Silber, aber ich war leider nur Bronze, egal. So, was haben wir als nächstes? Tiefflug. Alter, wie viel haben wir denn da noch? Ja, egal, wir machen die einfach jetzt alle durch. Ist jetzt halt heute nicht der spannendste Part, aber ich muss das eh machen, deswegen machen wir es einfach mal. Oh shit. Wie soll ich das machen? Das ist jetzt ein Riesenproblem darin. Naja, werden wir schon irgendwie packen. So, los geht's. Bin ja schon mal gespannt. Gut. Dann probieren wir es mal. Ja, und eins. Und zwei. Oh shit. Gar nicht so einfach zum Steuern. Gar nicht so einfach. So, perfekt. Ja, die ist schon mal ganz gut, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen schwerer. Nachdem das 2 Minuten wahrscheinlich dauert. So, hier durch. Überziehen. Oh shit. Bloß nicht das Ding versenken. Wow. You're looking good. Shit. Nicely done. Ist gar nicht mal so einfach. Good job. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holy shit. You got this. Oh, jetzt kommen natürlich auch nur Hindernisse in die Quere, natürlich. Wuhu. Very nice. Boah, Alter, wie soll das. Wow, das wird übel! Boah, shit. You're looking great out there. So. Vorne haben wir es denn dann, glaubst du, gleich wieder. Also, ich denke mal, da wird es auf die Landebahn zurückgehen. Denke jetzt zumindest. Können wir sogar Gold schaffen, wenn es gut läuft. Dazu muss aber schon sehr gut so laufen. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt diesmal nur die Flugstunden, weil, keine Ahnung, was soll es uns großartiges noch anfangen. Kommt bitte Gold. 13, 14. Oh, ich glaube, es hat nur gereicht. Mal schauen. Gold? Gold, bitte Gold. Jawohl, Gold. Yes. Eieiei, haben wir noch einiges vor uns. Was, 20 Minuten? Achso. Fallschirmsprung, Heli-Zeitrennen. Ich denke, wir müssten das mit dem Heli eher machen, aber mein Gott. Wir machen jetzt so weit, wie gesagt, weil ich wüsste jetzt nicht sonst, was ihr nur alles machen sollt in dem Part. Deswegen machen wir jetzt einfach mal heute wirklich nur die Flugstunden. Remember to begin decelerating while you are still airborne for a smoother touchdown. Then, once you're on the ground, the brakes should bring you to a full stop very quickly. Okay. Gut. Das soll eigentlich kein Problem sein. Okay, do you see your checkpoint marked on the radar? You're gonna practice an emergency Alter, landing on that bridge so? Straight ahead. So, dann gehen wir mal runter. Eieiei, was geht jetzt ab? Wow, wow, wie instabil ist das Flugzeug, bitte? Alter, das Wetter ist halt übel. Das Wetter ist halt richtig übel. Puh.
Ja, ihr müsst mal schauen, ich fliege jetzt nur geradeaus. Okay. Wo mich das Wetter hintreibt. Boah. Keine Chance, das wird richtig schwer. Ich weiß nicht, ob das Wetter so gehört zu der Mission. Alter, auf jeden Fall ist das ziemlich heftig. Slow your approach as you descend onto the road. If you touch down smoothly, your plane is gonna stop pretty fast. Whoa, whoa. Nein, 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 ey, geh doch runter. Oh, gut. Wow, you kept the plane in one piece. I guess I'd call that a successful landing. Yay, wir haben es geschafft. Jetzt kriege ich dafür eine Medaille dafür. Silber, yay. Ah, okay. So, Looping. Und dann kommt eigentlich die Heli-Mission. Die irgendwann, die hätte ich auch machen sollen. So. We'll see how you do under pressure. Make sure you start this stunt from a completely level position. Boah, it's also important to remember to pull your stick back as straight as you can, so you don't get thrown into a spiral. Boah, das wird richtig, richtig schön geil. So, wir dürfen natürlich wieder starten. Aber warum regnet denn das jetzt? Los Santos, sonst hast du doch auch so schönes Wetter. Some pilots find these moves particularly tricky, so it might take you a few tries. So, dann zum ersten Kontrollpunkt. Aber warum regnet denn das jetzt, Leute? Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop. On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it. Okay, perform an inside loop. Meow. So. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. Oh, yeah, yeah, yeah. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before. Steady the plane first, wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. Yeah, und wieder looping. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. Now we're talking. You're doing good so far. I think we can squeeze in one more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. Now, when I give you the go-ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. Now roll the plane right side up. Not bad! Yay! Wir haben es geschafft. Und Absturz. Boom. Oh, yeah, yeah, yeah. Das sind Übungen. Wahnsinn. So, wieder mal Silber. Weil die Goldmedaillen sind echt nicht ohne. So, Heli. Jawohl, jetzt kommen wir zu dem, das was wir überhaupt machen sollten. Der Heli-Kurs. You've been doing so well in the plane. We're gonna put you in a helicopter for this lesson. There are a few more controls than the stunt plane, but it's a little more forgiving. Try to finish the obstacle course without bursting into a ball of fire. And sign the waiver. Ja, Heli müsste eigentlich schon gehen. Also Heli fliegen, das kann ich deutlich besser als Flugzeug fliegen. Und dann steht die nächste Flugstunde an. Und abheben. Let's go on a short tour of the city and we'll see how well you handle the chopper. Follow the marked course and remember, I'm looking for maneuverability, but also speed. Ja, ich weiß, wie man Heli fliegt. Oh shit, das war eng. Very nice. Oh, der Kran. Der war knapp. Flieg gerade ein bisschen riskant. Oh nein! Shit. Was? Ihr habt das nicht erwischt? Okay. Oh, jetzt wird's übel. Oh. Oh. Okay, der wackelt gerade ein bisschen heftig, der Heli. Ja, das zählt anscheinend, okay. Das wundert mich gerade selber. Okay, warum zählen die eigentlich? Oh shit, da kommt Strommast. Okay, Heli fliegen ist irgendwie heute nicht so mein Ding. Das wackelt extrem. Oh, jawohl, rein da. Perfekt. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen stilleren Heli. So, und rein, jawohl, und wieder hochziehen. Oder eine Brücke durch. Oh shit, das war die Brücke. Nein.
Sorry, Leute, aber wir wollen einfach unter der Brücke durch und dann doch nicht. Da machen wir es halt nochmal. Ärgerlich ist es natürlich, dass die Mission ein bisschen länger dauert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Let's go on a short tour of the city and we'll see how well you handle the chopper. Follow the marked course. Und müssen wir es halt nochmal machen. Okay, diesmal fliegen wir aber oben drüber. Aber es ist auf jeden Fall ärgerlich, wenn man jetzt zum Schluss, wenn man es dann fast 3 Minuten fliegt und wirklich zum Schluss dann Scheiße baut und irgendwo reinkracht. Das wäre ziemlich ärgerlich, muss ich sagen. Und deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen konzentrieren, dass wir uns das nicht passiert, sondern dass wir es eben diesmal schaffen. Das ist halt auch übel, zwischen den beiden 3-2 Brücken da durch. Oh komm! Sonst zählt es doch immer. Oh shit. Klar, das. Oh shit, oh shit, jetzt wird's übel. Hm, jetzt muss ich nach rechts und dann nach links. Und dann kommt wieder was entgegen. Oh, oh. Shit, 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 shit. Okay, das war nicht so optimal die Kurve. Zum Glück machen die Stromleitungen im Spiel nichts aus. Komm runter, runter, runter. Jawohl. Ist hoch wieder. Nicht unter der Brücke durch. Das probiere ich diesmal nicht. Diesmal will ich es schaffen. So, runter. Perfekt. Wie viel haben wir noch von den ganzen Toren? Ich denke mal die Hälfte, wenn wir jetzt maximal haben. You're heading into the city now. Watch out for streetlights and buildings. Oh, jetzt wird es ja noch einfacher, oder? Oh, nicht nur die Häuser durch. Boah, das ist übel. Das ist echt übel. So, gilt der? Der gilt natürlich. So, und jetzt da rechts oben. So, dann sollten wir es dann jetzt dann demnächst eigentlich zum Abschluss bringen. Oh, shit, da oben. Uiuiui, höher, 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 höher. Oh Gott. Und jetzt wieder unten. Holy shit. Ja, wie gesagt, es ist nur ein Flugpark geworden, aber vielleicht würden das auch mal ein paar Leute sehen, wie ich mich so beim Fliegen anstelle. Beim nächsten Mal gibt es ja dann den großen Überfall, endlich mal. Oh, das ging ganz schön spitz runter. So, Goldmedaille ist jetzt schon weg. Wo ist denn Silber? 3,15. Ja, ich weiß nicht, ob wir das mit unserem Fehler schaffen. Weil ich bin diesmal echt ein bisschen schlecht geflogen. Aber wir versuchen jetzt unser Bestes. Und ich würde sagen, dann lassen wir es mit der Mission noch sein. Die andere Mission mache ich dann offscreen, weil, keine Ahnung, ich glaube, da wird nichts Besonderes mehr kommen. Denke jetzt einfach mal. Ach komm schon. Gut, das war's dann auch mit der Silbermedaille. Dann kriegen wir halt wahrscheinlich Bronze. There's the landing pad. Go ahead and set her down nice and easy. Oh nein, voll daneben. Oh Gott, wir müssen doch nur landen. Oh komm schon. Wie soll ich denn jetzt da landen? Oh Mann, ey. Ja, wie soll ich jetzt den da hinbringen? Ah, shit, Alter, jetzt kann ich... Jetzt muss ich zuerst einmal so umkehren. Das ist jetzt natürlich ziemlich ärgerlich, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den da exakt landen muss. Oh, shit. Oh, shit, jetzt Schrott. Alter, jetzt scheiß Heli, jetzt beweg dich doch mal. So, jetzt runter, runter, runter. Ja, Gott sei Dank. Ja, komm. Und jetzt zählt es nicht mal, willst du mich verarschen? Naja. Ich würde sagen, wir machen Schluss für den Part. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bei GTA 5. Moment. Ja, beim nächsten Mal geht's dann los mit dem großen Überfall dann auf das Containerschiff. Mit dem U-Boot, mit dem Heli und mit meinen Flugkünsten. Und ich weiß, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Da wird's auf jeden Fall wieder richtig hammergeil mit viel Schießerei und viel Action. Ja, bis zum nächsten Mal hier aus dem alltäglichen Gangsterleben bei GTA 5. Macht's es gut und ciao.